fucking do now. Yeah, die Max mit Party Up, Ladies and Gentlemen. Ja, und ich will meinen Deal einhalten, ihr Heulsusen, sonst weint ihr alle und könnt nicht schlafen, obwohl man mein Lied ausspielen lassen will, aber das versteht ihr noch nicht. Da seid ihr noch nicht alt genug für. Aber ist auch egal, also, die Nummer ist 0180-347-1133 und dreimal die 4. Ja, und das Ganze kostet 9 Cent aus dem deutschen Festnetz und mit dem Handy kann es natürlich teurer werden, ja. Also, ich wiederhole, 0180-347-1133-444. So, okay, die Nummer ist raus, ihr könnt jetzt anrufen. Na, mal gucken, ob ihr immer noch so große Kochonisses habt. Ja, okay, da ist der Erste. Wollen wir mal schauen hier, wie ging das nochmal? Achso, ja, cool. Hallo? Jo, moin! Moin! Na, wer bin ich wohl? Keine Ahnung. Alter, gestern auf dem Parkplatz, hä? Was für ein Parkplatz? Auf jeden Fall hast du letzte Woche schon angerufen und warst nicht so lustig. Na klar. Wer ist denn da? Hey, hier ist der Iri aus Bielefeld. Ah, moin! Ja, moin! Was willst du loswerden, mein Freund? Naja, ich wollte dich mal fragen, ob du mal so einen Tipp hast, ey. Wie du bei den Mädels ankommst, ist ja abartig. Ja, das ist aber ganz normaler Standard. Wenn du cool bist und ein bisschen schlau bist und eine Wampe hast, dann kommst du automatisch drauf an. Ja, aber ich bin cool, ich bin schlau und hab eine Wampe. Ja. Verdammt. Ja, keine Ahnung, was du dann falsch machst, aber. Und ich bin sogar halber Ausländer. Wie? Was bist du nochmal? Hallo? Ja, ein halber Ausländer. Ja, was ist denn für ein halber? Ja, ein halber Türke. Oh, ne. Ey, hättest du jetzt irgendwas anderes gesagt, dann wärst du. Aber jetzt bist du unten durch. Nämlich. Wie? Und deine Mama ist Deutsche, ne? Ja, ja, sicher. Und hatte dein Papa ist damals, haben die sich hier in Deutschland kennengelernt? Boah, keine Ahnung. Leben deine Eltern noch zusammen? Nee, zum Glück nicht. Nee, ne? Das ist, und hatte dein Papa, hat er jetzt eine deutsche Staatsangehörigkeit? Bestimmt beide, damit er hier, weißt du, der... Hat er, ne? Hatte er, wo er deine Mutter kennengelernt hat, eine deutsche Staatsangehörigkeit? Boah, glaube ich nicht. Ich glaube, siehst du? Also, ne? Ja, okay. Willst du noch jemanden grüßen? Ja, nee, du kannst mich ja erstmal ein bisschen promoten, damit die mich auf beamradio.de da mal anklicken, ne? Ja, okay. Wie heißt du denn? Sag mal, wie du auf Beam Radio heißt. Ilgas G-Punkt, wa? Okay. Ja. Okay, alles klar. Für alle, die mich gerade hören, hier aus dem Teamspeak und so, ne? Ja. München, die alte Lusche, ne? Okay, und wo ist denn dein Vater jetzt? Boah, keine Ahnung. Zum Glück. Weiß ich nicht mehr, wa? Okay. Alles klar dann, ne? Ja, Alter, tschüss, ne? Hau rein, ciao. Oh Mann. Wieder eine deutsche Frau, die geowned wurde. Ey, das ist unglaublich, ey. Das ist ja richtig owned, ne? Ja, aber egal, ever, ne? Demi, Mensch, Demi, Kopf hoch, kannst du gar nichts für. Ne? Aber ich würde deine Mutter mal verprügeln. Hallo? 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 Moin. Moin. Ich will dich mal was fragen. Na, frag doch. Du bist doch bei Main4Z, wa? Nein. Nicht? Nein. Also ist da irgendeiner ausgibt als dich. Ja, ich bin ja auch voll der geile Macker. Ach so, auf den Bildern siehst du aber nicht aus wie so ein geiler Macker. Ja doch, wieso wolltest du mein Freund werden? Na, ich hab gedacht, ich guck mal, aber... Ja, aber wenn ich kein geiler Macker bin, was willst du denn mit mir? Ach, ich will dich doch gar nicht, ich will nur mal so. Du willst doch jetzt meine MSN haben und so weiter, oder nicht? Hast du mich jetzt so schnell durchschaut, Scheiße? Komm, du bist doch ein schwuler Schlawiner. Ach Mensch, ich dachte, du kriegst das gar nicht mit so schnell. Ja, natürlich, du weißt ganz genau. Ich meine, Leute, weißt du, was ich einfach nur denke? Ich denke mir, Leute, die sagen, ich bin kein geiler Macker, die sind einfach nur eifersüchtig, verstehst du, was ich meine? Und das gibt mir die Bestätigung, also sag mir, wie scheiße ich bin. Du bist geil, wa? Was bin ich? Geil. Geil? Natürlich, geil wie ein Hengst. Achso, das hört sich, geil hört sich irgendwie bei dir an wie gay. Achso, ja, nee. Sag nochmal geil. Was? Sag nochmal geil. Geil. Hört ihr das? Sag nochmal geil. Nein, du machst es. Ey, einmal noch. Na, ja, sag. Geil. Wo kommst du denn her? Ja, mach mich doch nicht so doof. Aus Erfurt. Ich mach dich nicht doof. Gut, aus Erfurt komm ich. Aus Erfurt. Und sag also einmal noch für mich geil sagen. Ja, sag du mal was Lustiges für mich. Ja, also gleich. Sag du einmal geil noch. Gut, geil. Was? Ach Mensch. Sag mal geil. Was? Sag mal geil. Das hab ich doch jetzt schon. Nee, das hat gehakt, also das hat man nicht verstanden. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Sag mal jetzt schnell. Oh, geil. Okay, willst du noch jemanden grüßen? Ja,
Christina will ich grüßen. Okay, ist die auch? Was? Ist die auch? Punkt, Punkt, Punkt? Geil. Ja. Ja, geht schon. Ja, okay. Alles klar, dann hau rein, ne? Na klar, ciao. Ciao. Ja, der ist geil. Geil. Oh, ich finde das immer lustig. Aber ist mir egal, wo die Leute herkommen. Ich meine, Mensch ist Mensch. Ich meine, so sieht es nämlich aus. Hier auf dreimalwbmradio.de, Multikulti. Auch die Ostdeutschen sind am Stissel. Das ist doch schön. So, okay, wir haben noch einen am Start. Hallo? Hallo? Du und irgendwie Kinder weg. Warte nochmal, fang nochmal von vorne an. Was meinst du, ich und mein Freund trinken Kinder weg und rauchen heimlich hinterm Hof? Ja, hast du mal deine Stimme gehört? Was für meine Stimme? Deine Mutter? Ja, wieso denn meine Mutter? Aber ich meine, du hörst dich doch noch an wie so ein Kleiner, der heimlich hinterm Hof raucht und Kindersekt trinkt. Warte mal eben. Wie, worauf soll ich denn jetzt warten? Ihre Verbindung wird... Hallo? Hallo? Ja? Warte mal. Nee, warum denn? Ja, wie, warum? Du brauchst keine Dreierkonferenz machen, Kollege. Schaffst das alleine nicht gegen mich, oder was? Wie, Dreierkonferenz? Oder war da gerade die Arge dran? Halt die Schnauze. Was? Schämst du dich nicht? Ja, wie geil. Hast du einen Freund geholt, wa? Ja. Wie lange seid ihr denn schon zusammen? Wir sind nicht zusammen und so, ja. Doch, sag mal, wie lange ihr schon zusammen seid. Nein, wir sind nicht zusammen. Wer ist denn der Mann von euch? Du auf jeden Fall nicht, ne, Eckbert? Ja, sicher bin ich der Mann. Ja, du, aber ich meine den anderen hier, dein Kollege, der angerufen hat. Ja, ich Du hörst dich doch an, voll an, so wie so eine verrauchte Laufhausnotte an. Ey, wir rauchen euch nicht, wir rauchen auch immer halt hinterm Hof. Ja, ihr müsst mal hören. Ey, sag doch mal was da, Kollege. Wie alt bist du denn? Oh, ich bin... Ey, kennt ihr diese Muddis? Das sieht man ja auch oft bei ProSieben und so, die diese Stimme haben. So richtig so verraucht und... Ja, erzähl mal, wie alt bist du? 100. Nee, sag mal. Ja, ich bin 100. Wieso redest du denn so? Sag doch mal, wie alt du bist. Ich sag dir doch nicht, wie alt ich bin. Wer ist da im Hintergrund? Wie, wer ist da im Hintergrund? Ja, ich höre doch da jemanden. Ja, ich bin das, Mann. Ja, du doch nicht. Du hältst erstmal den Kopf still. Was denn? Du kleiner MC Hums. Oh, diss mich nicht mit MC Hums. Du blöde Kuh. Wer bist du eigentlich? Du bist ein schwuler Freund von ihm, oder was? Ich hab eine Freundin, also oder, muss mir hier nicht labern. Ja, halt. Ja, kannst du auch wieder schön reden, ne? Hums, Alter, du mit deiner... Was? Ja, erzähl. Hums hat kleine Eier. Oh... Süß, ne? Ja, und du? Du hast bestimmt noch keine, oder? Tobi, der war... Warte, Tobi? Nein. Doch, wie heißt dein Freund? Philipp. Philipp? Ja. Hat er schon Eier? Ja, sicher. Ja, dann ist gut, dass du mir das gesagt hast, weil jetzt weiß ich, dass ihr richtig Gaylord Analritter seid, ne? Gaylord. Hä? Wir sind hier immer noch kein Fuchsel, ne? Warte mal, und du, warte, wie hieß dein Freund gerade? Ich hab das jetzt vergessen. Ja. Wer? Ja, dein Kollege hier, auch am Telefon. Ja, Philipp. 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 Ja. Hier, und du heißt bestimmt Chantal, ne? Also, ja. Also nicht Philipp, ich meine dein Freund. Nö. Doch, du heißt Chantal, ne? Nein. Komm schon. Ich hab dich doch letztens gesehen im Pascha. Nö. Doch, hast du auf dem Bauchhocker gesessen. Hast du bestimmt nicht, Home. Oh Mann, was seid ihr denn für Klappspaten? Wo kommt ihr denn her? Keine Ahnung. Wie keine Ahnung? Also mein Freund hier, der kommt vom Bauernhof, ne? Ja? Der ist Kuhbauer. Okay. Und ich wohne hier voll im Ghetto, muss ich sagen. Du hörst dich an, als wenn du eben 2 Stunden geweint hättest, weil du von jemandem geschlagen wurdest, den du eigentlich ganz doll liebst. Vater. Hä? Mein Vater schlägt mich nicht, also halt die Schnauze. Doch, du hast so ein Wimmern in der Stimme, finde ich. Was für ein Thema. Wie so eine Crackbitch. Nee, aber ohne Scheiß, also du hörst dich so an, als wenn du von jemandem geschlagen wurdest, den du eigentlich ganz doll lieb hast. Ja, sein Vater. Dein Vater schlägt dich, oder was? Nee, sein Vater schlägt uns beide. Okay. In der Peitsche statt dem Gürtel. Ja? Und steht ihr drauf, ne? Ja. Hat er dir ein bisschen zu doll auf die Stimmbänder geschlagen mit der Peitsche, wa? Ey, halt doch mal die Schnauze. Ja, danke. Ich weiß. So, okay. Gut. Wollt ihr noch jemanden grüßen? Ah, ja. Philipp und Chantal. Dominik, ja. Ich will Dominik grüßen. Ja, Dominik Sassiki, ne? Okay, ne? Dann haut rein und ich wünsche euch noch alles Gute für die Zukunft, euch beiden. Halt die Wurst warm. Halt die Wurst warm. Ja, auf jeden mache ich, ne? Tschüss, du Vogel. Ja, hau rein, du Spast. Ja,
Das war an Chantal und Philipp. Das ist doch schön, oder? Ich meine, habt ihr das gehört, dieses Wimmern in der Stimme? So, dass da nicht alles bunt läuft, so, dass da schon ein paar mehr Drogenexzesse im Spiel waren? Ja, mal schauen. Hallo, wer ist da? Zugeschlagen! Ja, hey. Ja. Ey, ich hab mal einen Deal hier. Ich hab auch mal einen Deal. Ey, warte mal. Ich weiß, wer du bist. Ah, nee, weiß nicht, egal. Doch, Hier die. los, trägt mich in die gelbe Tonne. Nee, hier den Deal. Sollen wir mal den Deal abziehen? Ja? Und zwar biete ich für 2,50 € mit Pilzsoße biete ich Einläufe an. Und ob du da irgendwie Interesse dran hättest. Du bietest Einläufer an für Ja, für 2,50. 2,50 mit nicht mit Klüste, sondern mit allem, was da ist. Ravioli und so, ne? Ja? Ja. Ja, ist das schön. Ja, kann ich mal die Nummer durchgeben, dann können alle Einläufe Gibt, bekommen. nee, gibt's das auch mit Bohnen? Ja, gib mir alles, was du willst. Okay, und jetzt dreh noch mal durch und tret mich mal in die gelbe Tonne. Okay. War er das nicht? Das war der doch von letztes Mal, oder? Der mich in die gelbe Tonne treten wollte. Ich weiß das nicht. Auf jeden Fall hörte sich der stark an, als wenn er schon Ü30 wäre. Ja. So, okay, wir haben noch 18 Minuten, Leute. Kein Anrufer gerade, dann können wir ja Musiker machen. Oh, okay, da kommt einer mehr. Okay, oh, was für eine komische Nummer, aber egal. Hallo. Hallo. Hallo, Ja. was geht? Wer ist da? Ja, ich bin's. Ja, das ist schon mal ein scheiß Anfang. Ja, okay, ich bin der Tim. Tim, wo kommst du her, Tim? Ja, ich komme aus Bad Schönborn. Aus Bad Schönborn. Genau. Aha, und sind da die Leute schön geboren? Ja, natürlich, alle. Okay, hast du eine hübsche Schwester? Wie bitte? Hast du eine hübsche Schwester? Ja, klar, immer. Wie immer. Ja, hab ich. Ja, okay, wie alt bist du denn? Ich bin 17. 17. Und willst du jemanden grüßen? Ja, ich grüße Angelo, Christopher, Max. Okay, willst du was loswerden? Ja, auf jeden Fall deine Show, die geilste, und mach weiter so, ne? Okay. Mach's gut, Junge. Tim, ne? Adieu mit Ö. Adieu mit Ö. Tschö. HDGDL Forever Hardcore. Ja, Forever Hardcore. Ja, der Tim aus Bad Schönborn, so sieht's aus. So, wer ist denn jetzt dran? Hallo. Hallo. Ja, hallo. Du hast mich gerade an meiner Stimme erkannt, ne? Ja? Recht? Ja, aber ich sag dir eins, wenn du meine Stimme kennst, dann wirst du auch mal meinen Pimmel kennen. Und ich soll die Nummer von der Alten sagen, ihr verdammte Scheiße. Was für eine Nummer? Von Von welcher der Alten? verdammten Alten hier, von der Corny-Fotze. Da habe ich letztens hier telefoniert, da habe ich gesagt, also wenn du meine Stimme kennst, wirst du auch bald meinen Pimmel kennen, verdammte Kacke. Ich sag mal hier die Nummer, ich gebe nochmal meine Nummer durch, das ist die 88, vorwärts die 18. Ich grüße nochmal alle aus Berlin, tschüss. Tschüss. Der ist voll hyperaktiv, Alter. Er hat schnell eine Nase gezogen, hat gedacht, Scheiße, der Holmes hat mich erkannt, ja. Ist cool, Mann. So. Hallo? 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 Ja? Sprich da. Ja, hallo, wer ist denn da? Holmes, sag nicht, du bist das. Doch. Alter, endlich, ey. Seit der Stunde rufe ich schon an, du, und endlich hab ich dich da. Warte mal kurz. So. Ich bin da, mein Freund. Was geht? Ja, was geht, fragst Wer du? ist denn da? Bitte, Christian ist hier. Christian, wie alt bist du denn? Ich bin süße 18. 18, und wo kommst du her? Aus Grabstede City. Aus wo? Grabstede Mitte. Grabstede? Grabstede, jo. Okay, wo ist das denn? Das ist gleich bei dir um die Ecke irgendwo. Okay. An hier. Okay, und was willst du sagen? Ich wollte einmal mit deiner süßen Stimme reden. Bist du ein vom anderen Ufer? Wie bitte? Hast du dich verschwommen? Hab ich was? Ob du dich verschwommen hast? Wieso? Ja, ob du vom anderen Ufer bist. Ja, klar. Aber auch erst seitdem ich dich kenne, du. Ja? Ja, seitdem ich Whisky kenne und dich kenne, du, dann denke ich mir immer wieder. Boah. Was Ich denkst wollte einmal erstmal zu dir sagen, dass du einfach nur eine geile Sau bist, ey. Seit es deine Show gibt, du glaubst es nicht. du? Doch. Ich freue mich einfach, war jeden Freitag. Ja. Was war denn jeden? Was ist denn so jeden Freitag bei dir? Da ist 18 Uhr ist Abfahrt, Junge. Abfahrt, eben da, eben da. Ja? Ja. Okay, also hast du aber nicht verschwommen? Nein. Okay. Und du? Ah, es ist okay. Du bist echt ein süßer Junge, bist du. Warum bin ich denn süß, Mann? Deine Stimme. Ja, und? Sei doch ehrlich, du bist gar nicht 23.
Ich bin, nee, ich bin ja auch 25. Ach komm. Hau ab, du Schwuchtel, Alter. Was willst du jetzt, Mann? Willst du jemanden grüßen? Ja, ich wollte den Gero Boy Acker Gerrit grüßen. Ja. Hast du den? Hä? Nee. Wieso das denn nicht? Was soll ich denn kennen, Alter? Ich chatte nicht auf Gayline24. Wieso das denn nicht? Ich dachte, du bist da auch immer. Nee. Nee. Ganz ehrlich. Ja. Ey, komm, Holmes, du kannst aber einmal ehrlich zu mir sein. Na, was denn? Weißt du, dass du das auf bist. Okay, ne? Willst du noch jemanden grüßen? Ja. Nein, Holmes, war ein Spaß. Hier, ich wünsche noch ein bisschen geile Musik, wünsche ich mir, weil wegen ist du. Okay, alles klar, ne? Jo, hau rein. Tschüss, ne? Tschüss. Hab dich lieb. Und er mich auch. So. Ja, das war der, wie hieß der eigentlich? Habe ich das nach seinem Namen gefragt? Auf jeden Fall. Ey, sag mal, was ist heute? Was ist, erstmal einer mit einer verweinten Stimme. Hallo? 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 Ja. Warst aber im Radio, Kollege. So, ganz kurz, ich brauche mal eine Minute. Ich nehme gleich den nächsten Anrufer dran. Hallo? Ja, hallo, hier fünfterlich hier anderen Anrufer. Es ist ja was für Sätze für Pisser. Jetzt komm ich wieder hier ran, bisschen Stimme in der Scheiß-Sendung hier, pass mal auf. Ich mache hier ordentlich Sendung für deine Sendung. Es gab mal früher auf dem offenen Kanal Berlin auch so eine Call-In-Sendung. Die war richtig gut, die war richtig schlecht. Da wurden die ganzen Wahnsinnigen angerufen. Und ich werde mal sorgen, dass bei dir jeden Freitag 19:30 Uhr die ganzen Pisser rufen und ich fick dir den Arsch und direkt sau. Was hat das für ein Vogel, Alter? Hallo? Ja, du hörst Radio, das ist ja schön. Hallo? Was ist das denn für ein Vogel, sag mal? Trau dich, Junge, trau dich! So. Hallo? Und wieder weg. Klasse, ihr seid so geil. Hallo? Hallo? Moment. So, jetzt, hallo? Moin. Moin. Wie geht's dir? Wer ist denn da? Seper. Wer? Seper. Wer? Ich. Ja, moin, du. Ja, ich wollte fragen, ob du mich mal richtig dissen kannst. Wie denn? Ja, irgendwie. Wie du willst. Ja, wie denn? Das bringt krass. Mir ja nichts. Hä? Kann ich nicht. Kannst du nicht? Nee, weißt du, wie du dich anhörst? Wie? Wie hinterm Sofa an der Freund, der Sohn. Ja, tut mir leid, aber... Kennst du den? Nee, ich guck sowas nicht. Doch, ohne Scheiß, so hörst du dich aber an. Okay. Wie der Sohn, ja. Muss ich mir mal reinziehen. Aber oder? Du hast einen Vorteil, du hast eine geile Schwester. Hab ich? Ja. Hast du? Besser.
Ja? Ich hab nur einen kleinen Bruder. Ja? Ja. Okay. Das ist scheiße. Ja. Damit kann ich auch nichts anfangen, deswegen willst du noch jemanden grüßen? Ja, also. Nee, eigentlich nicht. Okay. Okay, dann hau rein, ne? Hau selber rein, ne? Und halt die Pflaume warm, ne? Und du die Brüste, die Quarktaschen. Tschüss. Geh auf jeden Fall, ciao. www.radio.de. Wir sind ja noch in der Telefonhotline. Hallo. Hallo? Ja, hallo? Ja, hallo? Ja, ich wollte dahin, wo man anrufen kann. Ja, bist du? Ja, ich wollte zum Herrn Humms. Ja, ist dran. Hier ist der G. Hallo G. Was kann ich denn für dich tun? Ja, ich wollte mich beschweren. Na? Ja, wegen ihrer leicht sexistischen Art. Du bist ein Spinner, bist du. Tu nicht so zu faken, weil du nicht seinen richtigen Namen weißt, sagst du, Herr G. Du Kackbremse. Verstehst du? Ich hab den Namen extra ich hab den Scheißnamen extra abgekürzt, du Vogel. Damit so Leute wie du hier nicht anrufen und versuchen, einen auf lustig zu machen. Junge, du hörst dich an wie so ein 15-jähriger Freak, der erstmal gerade. Der eine Vagina in der Hose hat, weißt du? Und versucht dir einen auf erwachsen zu machen und sich hier richtig auf hohem Niveau zu artikulieren. Klasse, verstehst du? Du bist ein Nixnutz. Du bist einer von We Are Family RTL 2 Sorgenkind, Alter. Nee, überhaupt nicht. Also, willst du noch jemanden grüßen? Wenn du noch Loser bist? Willst du jemanden grüßen? Ja. Ja? Deine Mama. Ja, okay, gut. Ciao. Solche Vögel hab ich direkt durchschaut. Ne? Das ist unglaublich, echt. Ohne Scheiß. Oh, da ist jemand aus Hamburg. Hallo, moin. Moin, hier ist Leon. Moin, Leon. Na, ich wollte fragen, gerade eben bevor du die ganze Anrufe an Jen genommen hast, da war so ein Lied, so ein Hip-Hop-Lied und da waren so ein... So ein was für ein Lied? So ein Hip-Hop-Beat. Ich würde gerne wissen, wie dieser Chor, also da war so ein Lied mit einem Chor im Hintergrund, wie das heißt. Ja, mit einem Chor? Ja, da war so eine Art Chor im Hintergrund. Warte einen Moment, ich mache mal kurz den Tonleiser. Ja, ich weiß, kannst du das mal singen? Nee, ich weiß die Melodie noch nicht mehr richtig, aber... Ja, ich kann das jetzt ja auch nicht mehr sagen, weil ich das nicht zurückverfolgen kann. Naja, schade, egal, Mann. Nächstes Mal sagst du schnell Bescheid, okay, und dann... Jo, ich will auch gerne Michael grüßen. Michael? Michael. Okay, alles klar, ne? Okay, hau rein, ne? Mach's gut, was geht in Hamburg heute? Heute nichts mehr, aber morgen. Wie alt bist du? 17. Ja, dann kann bei dir auch noch gar nichts gehen. Tschüss. Ach, normal. Ja, erzähl keinen Scheiß. Nein, komm doch nicht mal in die Disco rein, Mann, du Vogel. Ja. Nix, ja. Mann, einer nach dem anderen hier, unglaublich. Hallo. Hallo. Moin. Moin. Ey, ich will ja erstmal so moin, also Grüße nach Wuppertal, wa? Und ich möchte was rappen, kann ich das machen, Alter? Du willst was wetten? Rappen? Achso, du willst rappen? Rappen, ja. Ja, rapp mal. Ja, so, warte, ich fang mal an, wa? So, erstmal den Beat so, okay? Das ist Lass den Korn umgehen, Handy nehmen, Pornos drehen, Gangbang-Szenen aus Langeweile bis an die Grenzen gehen, rumhängen, dumm quatschen, aufmucken, rumatzen, durchdrehen, aus Frust auf die Welt jemanden umklatschen. Sieh dir die Jugend an, wie die Medien sie verteufeln. Blick in die Städte, wo aus Fenstern die Fernseher leuchten. Blick auf all die Deutschen in den kleinen warmen Häuschen, die mit den satten Bäuchen, die sich ständig selber täuschen im reichsten Land der Welt, wo kein Arsch zu fliegen. Alter, findet der auch mal einen Punkt oder irgendwie Stopp? Wo die Moral so verdreht ist, ihre... Alter, der rappt ja immer noch, Alter, heftig. Ja, geil! Geht ab, ja? Das war geil, ey, ohne Scheiß, Applaus pur, Mann, ohne Scheiß. Ja, am besten fand ich das, guck dir mal die Welt an, so, weißt du? Ja. Auf jeden. Danke. Willst du noch jemanden grüßen? Also du bist der nächste Kuh Savasch, ohne Scheiß. Ja, danke, Mann. Okay, wie heißt du nochmal, wie ist dein... Okay, er hat schon aufgelegt. Also für Werbung will er nicht machen. Ist okay. So, okay. Hey, alles cool, Ladies. So, wie viele Minuten? Aber wir haben noch 5 Minuten, ja. Dann ist auch gleich Feierabend. Dann kommt DJ Kasi live an den Turntables. Hallo? Hallo? Hallo?
Na? Hallo? Hallo? Rede mit mir. Rede mit mir. Hallo? Hi. So, gut. Die wollen alle gar nicht mehr mit mir reden. Ja, Burkhard, a.k.a. MC Budak, ist auch am Start. Hört gerade zu. Ja, hat bestimmt die Wampe voll, mein kleiner Freund. Okay, der nächste Anrufer. Hallo? 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 Wer ist da? Steffi? Wer? Stefan? Oh. So, ich weiß nicht, warum man sich so Angst denkt, ich gebe eine andere Nummer. Also ich meine, mit einer 0800-Nummer kommt man wo, landet man woanders oder was? Meine Güte. Hallo? Hallo? Moin, Holmes. Moin, wer ist denn da? Ja, hier ist der Philipp. Philipp? Ja, was geht ab bei dir? Hast du nicht eben schon angerufen oder bist du ein anderer Philipp? Nee, ich bin ein anderer Philipp. Ich bin anders zu haben und ich bin nicht schwuchtelig. Okay, was kann ich für dich tun? Was du für mich tun kannst, du kannst alle meine Freunde grüßen, Mann. Ja, das mach mal selber. Ich weiß nämlich nicht, wer deine Freunde sind. Ja, Mann. BL, Namin und Deod, Mann. Okay, Mann. Auf jeden, Alter. Ne? Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, Mann, und weiß er nicht. Okay, alles klar, Mann. Ciao. Ne? Alright. Ciao. So, komm, ein, zwei Anrufer kriegen wir noch rein hier in die Leitung, aber dann bin ich weg, dann ist Feierabend. Sagen wir einen noch. Letzter Anrufer, mal sehen, wer das Glück hat. Hallo? Moin. Moin. Ey, ich witz doch mal, ich hab Touchscreen-Handy und dann bin ich mit meinem Ohr an den Ausknopf gekommen, weißt du? Wie, du hast Touchscreen-Handy? Ja, was willst du denn? Und dann bin ich mit dem Ohr da so dran gekommen, weißt du? Mit deinem zärtlichen Ohr, oder was? Ja, so mit dem Ohr. Ja. Ich will doch nicht eben die zweite Strophe rappen, darf ich? Nee, jetzt ist Feierabend. Ey, pass auf. Nee, ey, komm. Ja, okay, Mann. Dann ruf ich nächstes Mal an, dann ruf ich mir Zeit, okay, lang. Ja, aber ist diesen Rap hätte ich auch hingekriegt. Nein, Mann, hau nicht raus, sag nichts, was du später bereust, ey. Okay, wieso willst du mich dann schlagen, oder was? Ach, pass auf, ey. Aber mit welcher Armee denn? Ja, pass auf. Nee. Ja, du sollst aufpassen, ne? Ja, haust du. Ja, ich hau dich, ja. So sieht's aus. Ja, guck, jetzt legt er auf, weil er Schiss hat. Memme hier, möchte gern. Weißt du, du hast so gerappt wie Echo Fresh, Mann, ey. Ohne Scheiß. So, letztes Lied und dann bin ich weg. Alles klar, so, Ladies and Gentlemen, schön, dass ihr wieder dazugehört habt. Ja, die Wiederholung gibt es von 15 bis 17 Uhr am Montag und nächsten Freitag 18 bis 20 Uhr bin ich wieder gewohnt am Start hier.